herrschte die Ansicht vor, dass der Parthenon seine mächtige Wirkung und seine vollkommenen Proportionen dem goldenen Schnitt verdanke. In der Tat entspricht das Verhältnis zwischen der Firsthöhe und der Frontbreite des Tempels dem goldenen Schnitt. Aber heute gilt die Theorie vom goldenen Schnitt in Bezug auf den Parthenon als überholt. Manolis Corris und viele andere Forscher haben eine weitere Verhältniszahl entdeckt, die sich an etlichen Stellen des Parthenon wiederfindet. Die Breite zum Beispiel beträgt 30 Meter und 8 Zentimeter, die Länge 69 Meter und 51 Zentimeter. Das ergibt genau ein Verhältnis von 4 zu 9. Dieses Verhältnis existiert auch zwischen dem Durchmesser der Säulenschäfte und dem Abstand zweier benachbarter Säulen und auch zwischen Höhe und Breite der Front. Ein Zahlensystem wurde für den Parthenon von jeher angewandt. Egal, ob die verwendeten Proportionen nun dem goldenen Schnitt oder dem Verhältnis 4 zu 9 entsprechen, ob die geltende Maßeinheit der Fuß, der ionische Fuß oder der dorische Fuß war, feststeht, dass die Griechen mathematische Regeln anwandten, die den Bau des Parthenon bestimmten.